Anfang an Freunde. Neues Video. Wir sind am 1. Mai und es ist heute Robbys Schießenstart. Wir sind am Wasser mit Kajak und ja, wir machen heute etwas Besonderes. Ich bin super gespannt, denn sie steht hier. Wir sind nur zu fünft mit Kajak und es gibt 4 Bellybooten, also ungefähr 10 Leute für 400 Hektar. Bin mal gespannt. Und Torge, was ist der Plan heute? Ja, wir läuten natürlich die Hechtsaison ein. Heute ist der 1. Mai und da wollen wir natürlich aufs Wasser. Erst sah das Wetter nicht so gut aus, jetzt wird es immer besser. Die Hechte sind bestimmt gierig und wir haben gedacht, wir machen einen kleinen Wettbewerb draus. Jeder schmeißt 2, 3 Köder in den Topf. Detlef Mohr hat auch noch ein bisschen was dazu beigetragen. Mhm. Und der den größten Fisch heute fängt, der kriegt den ganzen Pott. Ja. Wollen wir mal schauen, ob das klappt. Ich bin gespannt. Schon, die werden schon hungrig sein. Ja. Ne? Super, dann Petri heil. Ja, Petri, danke. Super zufrieden mit den Ködern. Wie gesagt, wir sind super Köder zum Erstangeln. Schon vormontiert mit Offset. Das heißt, keine Enge im Kraut, im Baum. Und das ist ja super. Von der Form super breit und langsam Absinkphase. Bisschen Gewicht hier, das bleibt ein bisschen unter die Oberfläche. Perfekt. Und das ist ja natürlich für hier zum Beispiel. Super interessant. Super, super schöne Bucht. Viele Bäume unter Wasser, viel Kraut. Da stehen Hechte. Sicher. Ha ha ha!
war letztes Jahr mein bester Hecht wieder. Und dieses Jahr schon 1. Mai und ein paar Fische gebracht. Das spielt voll toll, immer gut. Geil, das war auch kein Riesen, hm? 79, aber schon zweiter Fisch auf meinen Lieblings-Speed-Faktor. Ah, läuft so gut, genau hier gefangen, bei 1 Meter tief, also ganz flach. Ich habe den Köder auf den Pro-Dickkopf vormontiert, diesen super stabilen Haken, großer Haken mit leichtem Gewicht, der super hier in die flache Stelle. Ja, wir haben jetzt versuchen, diese Crystal Hecht zu verbessern. Oh, Leute. Ich bin gerade hier in dieser kleinen Bucht, ganz flach mit meinem Neoschallow unterwegs. Und ich habe etwas gemerkt, das war kein Biss, aber schon etwas. Bin ganz langsam gekommen, ein bisschen Pause, ganz langsam nochmal wieder. Und da stehen ein 80 plus, also 90 plus, vielleicht Meter Hecht direkt bei meinem Köder und er spielt mit. Der hat gar nicht gewissen. 30 Sekunden oder was? 2 Meter vom Kajak habe ich gesehen. Wow, sehr schöne Fisch, Leute. Ich hoffe, ich fange den Fisch und zeige ihn auf der Kamera. Du hast dann echt direkt am Ende gefangen, oder? Schöne? Nein. 79. Wir haben ihn echt dreimal gemessen, da hat er wirklich 80. Scheiße. 1 Zentimeter. Petri! Petri! Auf dich, Björn. Genau. Auf dich, Björn. Und bleibst der Beste. Petri, heil. Petri. Für 1 Zentimeter. Du hast gewonnen. 1 Zentimeter. Christi Fisch. Musst du jetzt unsere gesammelten Werke auch fischen, ne? Fischig. Ein Challenge machen, ja? Das ist gut, ne? Ja. Mhm. Mhm. Es ist fertig. Alle Kajaks sind eingepackt. Ach, das war ein schöner Tag. Viele Fische gefangen. Leider kein Riesen, aber wir haben trotzdem ein paar gute Fische gefangen und Björn hat gewonnen. Mit der Größe Hecht, 1 cm größer als ich. Schade, aber nee, es war super. Das Wetter hat nicht immer mitgespielt, aber wir haben ja von der Bissfrequenz einen guten Tag gehabt. Ein schöner Rockfisch-Saison-Start. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Petri heil und viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Bon Pech!